Ich glaube nicht an Gott. Bei all dem Leid, das in der Welt geschieht, kann ich nicht an einen gütigen Gott glauben. Liebe Gemeinde, wer von euch hat solche Worte nicht schon mal gehört? Vielleicht auch bei sich selbst so gedacht. Gott steht vor Gericht. Das Urteil steht fest. Er hat versagt. Seine Strafe lautet Aberkennung seiner Existenz. Weil es Leid auf der Welt gibt, kann es Gott nicht geben. So einfach ist das. Ist das wirklich so einfach? Oder machen wir es uns einfach? Das Buch Hiob macht es sich nicht so leicht. Mitten in unserer Bibel, fast in der Mitte, findet sich ein Buch, in dem in 42 Kapiteln die Frage gestellt wird, wie passt das zusammen? Gott und das Leid. Allerdings, bis dieses Buch so herauskam, wie wir es heute vorliegen haben, verging einige Zeit. Am Anfang steht die Erzählung von einem Mann aus einem fernen Land. Wohlhabend ist er und gleichzeitig fromm. Sein Name findet sich bereits im Buch des Propheten Hesekiel. Zusammen mit Noah und Daniel wird er als ein Gerechter der Urzeit genannt. Hiob ist eine Gestalt, ja so ähnlich wie Abraham und Jakob, ein reicher Beduine, ein reicher Bauer. Von ihm heißt es, dass er 7 Söhne, 3 Töchter hat, 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Gespann Rinder. Und dann heißt es weiter, es gibt auf der Erde keinen Menschen wie ihn. Er ist fromm und führt ein vorbildliches Leben. Er begegnet Gott mit Ehrfurcht und hält sich von allem Bösen fern. Ja, und dann bricht seine wunderschöne Welt wie ein Kartenhaus zusammen. Warum das geschieht, erfährt Hiob nicht. Aber uns wird ein Blick hinter die Kulissen gewährt. Wir belauschen das Gespräch zwischen Gott und seinem Thronrat. Gott prahlt da ein wenig mit diesem Hiob. Satan, ein Untertane Gottes, reizt das. Ohne Fehl und Tadel, sagst du, ist dieser Hiob, der ist doch nur so fromm, weil es ihm so gut geht. Nichts besser ist als alle anderen Menschen. Nimm ihm seinen Reichtum weg und du wirst sehen, auch er wird sagen, Gott, Gott gibt es nicht. Jede Wecke, der knickt ein, wenn es ihnen am Kragen geht. Satan heißt in der Bibel übersetzt so viel wie der Hinderer, der Anfeinder, der Quertreiber. Und so ist es ja auch. Er hintertreibt das gute Verhältnis zwischen Gott und Hiob. Im Hiob-Buch ist Satan Gottes Untertan. Er kann nichts machen ohne Gottes Wille. Und das bedeutet, für alles Leid, das Hiob trifft, für die ganze Ungerechtigkeit, ist allein und ausschließlich Gott verantwortlich. Und darum heißt es im 2. Kapitel, du Satan, hast mich, Gott, umsonst überredet, ihn, Hiob, ins Unglück zu stürzen. Du hast mich umsonst überredet, ihn ins Unglück zu stürzen. Warum macht Gott sowas? Warum sagt er nicht einfach zu Satan, komm Junge, hör auf, treib mich hier nicht von Hiob weg, lass das, ich weiß schon, was richtig ist. Warum lässt er sich von Satan bequatschen? Auf diese Frage hätten wir gerne eine Antwort. Und bei den ganzen 42 Kapiteln
erfahren wir darüber nichts. Nicht einmal die Frage wird gestellt. Kein Sperling fällt auf Erden ohne Gottes Willen. Alle Haare auf meinem Haupt sind gezählt, heißt es bei Jesus. Wenn das stimmt, wenn ich das glaube, ja, dann muss ich ja auch bekennen, dass Gott für meine Krebszelle verantwortlich ist. Gott ist verantwortlich für Corona. Wenn ich das so denke, wer sollte da nicht verzweifeln? Und kann man es dann Hiobs Frau übel nehmen, wenn sie ausspricht, was alle denken? Willst du dich noch immer frei von Schuld halten? Verfluche endlich Gott, sodass du stirbst. Also hör doch auf, immer von Gott zu reden. Gott existiert doch gar nicht. Lass es doch einfach. Nimm dir das Leben. Hiobs Antwort darauf, dummes Gerede. Wenn wir das Gute von Gott bekommen, sollen wir da nicht auch das Böse annehmen? Und dann kommentiert der Erzähler des Hiob-Buches dieses, indem er sagt, bei allem ließ Hiob sich nicht zu Schulden kommen, kein böses Wort kam über die Lippen. Was in seinem Herzen vorgeht, wissen wir nicht, aber über seine Lippen kommt kein böses Wort. Wir erfahren dann, dass drei Freunde ihn besuchen, interessante Namen, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach, Zophar aus Naama, sie stehen für die Weisheit des Ostens. Hiob kommt ja aus dem Osten. Ja, und dann geht die Geschichte eigentlich weiter, viele Kapitel weiter, nämlich am Schluss, Hiob 42. Dort wird uns dann erzählt, dass Hiob wieder gesund wird, dass ihm jede Menge Reichtum wieder geschenkt wird. Plötzlich sind es 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Gespannrinder und auch 1.000 Eselinnen. Er feiert, 7 Söhne werden ihm geboren, 3 Töchter, deren Namen erfahren wir sogar. Und das Interessante und für das Alte Testament Außergewöhnliche, auch die 3 Töchter bekommen, wie die Söhne, ihren Erbteil. Eine wunderschöne Geschichte, die Bibel braucht dafür keine 3 Kapitel, um deutlich zu machen, es lohnt sich, fromm zu sein. Es kann sein, dass es dir wie Hiob mal geht, dass du mal eine schlechte Zeit hast, aber am Ende wird alles wieder gut. Gott belohnt die Frommen. So schön die Geschichte ist, so wenig hat sie mit der Wirklichkeit zu tun. Darum verwundert es nicht, dass zwischen dieser Erzählung 39 Kapitel folgen, die in einem ganz anderen Sprachstil, nämlich in einer Poesie, in Gedichten, das wiedergeben, was dieses Ringen zwischen Hiob und seinem Leid und wie das mit Gott zusammenhängt. Und wir steigen jetzt mitten hinein in diese Erzählung. Unser Predigttext erfindet sich in Hiob 19, 19 bis 27. Meine engsten Freunde verabscheuen mich. Sogar diejenigen, die mir am liebsten sind, stehen mir feindselig gegenüber. Meine Haut klebt nur noch an den Knochen. Nur das nackte Leben ist mir noch geblieben. Habt Mitleid mit mir. Ihr seid doch meine Freunde. Denn Gott hat mich mit diesem Unglück geschlagen. Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? Wann hört ihr endlich auf, mich zu zerfleischen? Aber wenn ich mir doch wünschen könnte, dass meine Verteidigungsrede aufgeschrieben wird, wie bei einer Inschrift, die man in den Stein ritzt. Mit einem Meißel soll man sie in den Felsen hauen und ihre Buchstaben mit Blei ausgießen. Ich weiß ja doch, dass mein Erlöser lebt. Als mein Anwalt wird er auf der Erde auftreten und zum Schluss meine Unschuld beweisen.
Mit zerfetzter Haut stehe ich hier. Abgemagert bin ich bis auf die Knochen. Trotzdem werde ich Gott sehen. Ich werde ihn mit meinen Augen sehen und er wird für mich kein Fremder sein. So wird es sein, auch wenn ich schon halb tot bin. Soweit, liebe Gemeinde, die Textpassage. Ihr habt sicher schon gesehen, dass hier in der Kirche drei Plakate hängen. Überall findet sich die Aufschrift Gott. Und nun möchte ich an dem einen Plakat die Attribute anhängen, die Hiob in seinem Streit mit Gott vor den Kopf knallt, ihm entgegenhält. Es ist nicht mehr der duldsame Hiob, den wir aus der Rahmenerzählung kennen. Es ist jetzt ein ganz anderer Hiob. Und er sagt von Gott: Gott, du bist ein Menschenjäger. Du bist wie ein Raubtier. Du bist ein Wortbrüchiger. Du bist ein Verbrecher. Für mich bist du ein Schläger. Ein Vergewaltiger. Ein Menschenfresser. Einfach ein grausamer Feind. Ganz schön heftig, was Hiob so über Gott loslässt. Man hat den Eindruck, kein Schimpfwort ist ihm noch gut genug für Gott. Voller Hass ist dieser Hiob. Kinder würde man am liebsten die Ohren zuhalten, damit sie solche wüsten Beschimpfungen nicht anhören und dann nachplappern. Hiob ist nur noch Haut und Knochen, mehr tot als lebend, und er schimpft und flucht und geifert und findet einfach gar kein Ende. Man bekommt den Eindruck, nur noch der Hass hält ihn irgendwie am Leben. Und ich stelle mir vor, wie seine Freunde untereinander sagen: Wäre doch endlich schon tot. Ich kann seine Schimpftiraden nicht mehr ertragen. Und Hiob spürt das auch ganz genau, wie seine Freunde über ihn denken. Meine engsten Freunde verabscheuen mich. Sogar diejenigen, die mir am liebsten sind, stehen mir feindlich gegenüber. Ja, was erwartet denn Hiob von seinen Freunden? Ich denke, er erwartet, dass sie mit ihm schimpfen, dass sie sagen: Du hast vollkommen recht, so ist Gott. Aber sie reden ganz anders von Gott. Sie sagen, dass Gott gut ist, dass er eine feste Burg ist, ein barmherziger Vater. Gott sei ein gerechter Richter, ein Retter in der Not. Und Hiob kann das einfach nicht mehr hören, weil er sagt, das stimmt ja nicht. Und in seinen Augen missbrauchen seine Freunde ihn genauso wie Gott. Sie verfolgen ihn, wie Gott ihn verfolgt. Wie Gott sind sie Menschenfresser. Darum, alle Welt soll es lesen, was für ein Verbrecher Gott ist. In Stein gemeißelt, am besten noch mit Blei ausgegossen, damit auch noch in tausenden von Jahren Menschen gewarnt werden vor diesem Gott. Niemand soll mehr so naiv sein und glauben, Gott hilft den Menschen. Gott meint es gut mit den Menschen. Alle sollen es lesen. Gott ist ein Verbrecher, ein Vergewaltiger. Damit könnte alles gesagt sein. Der liebe Gott aus meiner Kindheit, der gute Hirte, von dem mir im Kindergottesdienst erzählt wurde, der Heiland und Retter,
der mir im Konfirmandenunterricht nahegebracht wurde, der Erbarmer und gerechte Richter, der hier von der Kanzel gepredigt wird, alles eine große Lüge, ein Betrug, mit dem man Menschen dumm hält, und die Menschen sind dumm genug, um dem Ganzen auch noch zu glauben. Ich, sagt Hiob, ich weiß es mittlerweile besser. Gott ist eine Bestie. Und mit diesem Menschenfeind hat man besser nichts zu tun. Als Warnung meißle ich es in Stein. Den Stein stelle ich auf mein Grab oder lasse ich auf mein Grab stellen, damit alle es lesen können. Ich weiß ja doch, dass mein Erlöser lebt. Mit anderen Worten, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, ich habe die innere Gewissheit gewonnen, dass es da einen gibt, der sich für mich einsetzt. Ein Anwalt. Ein Bluträcher, der alles dran setzt, damit ich zu meinem Recht komme. Mit zerfetzter Haut stehe ich hier, abgemagert bin ich bis auf die Knochen. Trotzdem werde ich Gott sehen. Wie kommt Hiob zu dieser inneren Gewissheit? Woher nimmt er plötzlich die Hoffnung? Ist es Feigheit? Ist er am Ende einfach zu feige, um den Tatsachen ins Gesicht zu sehen? Er ist doch mehr tot als lebend. Gerne würde man doch Hiob zurufen, einen kleinen Augenblick noch, Hiob, dann hast du es doch geschafft. Nur jetzt nicht schwach werden. Verfluche noch einmal Gott und dann stirb wie ein Mann. Abgemagert bin ich bis auf die Knochen, trotzdem werde ich Gott sehen. Du hast Gott doch schon gesehen, Hiob. Da steht es doch. Soll ich es dir noch mal vorlesen? Wieso kommst du jetzt zu der Gewissheit, dass es noch einen anderen Gott gibt? Einen, der sich für dein Schicksal interessiert, der an deinem Elend nicht vorbeigeht, der dir zu deinem Recht hilft. Plötzlich haben wir da einen anderen Gott, einen Erlöser. Ist er ein anderer, ein zweiter Gott? Nun, für Hiob gibt es keinen Zweifel, es gibt nur einen Gott. Dieser Gott und der andere Gott sind ein und derselbe. Und doch erlebe ich Gott nochmal anders. Und dann stellt sich die Frage, mit wem redet Hiob eigentlich die ganze Zeit? Klar, wir lesen das Ganze, aber wir sind ja nicht die ursprünglichen Adressaten. An wen wendet sich Hiob hier eigentlich? Klar, es sind erstmal seine Freunde. Aber man merkt es, es sind ja nicht nur seine Freunde, an die er sich wendet. Ist ja immer auch Gott, den er hier ansprechen will. Wir erfahren also, dass Hiob ein Gespräch führt mit Gott, und zwar gegen Gott. In der Hoffnung auf Gott, der ihn rettet. Vor Gott, mit Gott, gegen Gott, bringt Hiob seine Klage vor. Liebe Gemeinde, wenn ich es ernst nehme, dass Gott alles in allem ist und es nicht irgendeine Macht neben Gott, unabhängig von Gott gibt, und ich gleichzeitig das Leid ernst nehme und es nicht kleinrede, indem ich sage, ja, Leid geschieht eben durch Menschen, die Böses tun, dann komme ich dazu, Gott und das Leid miteinander zu verbinden. Ich kann da nicht dran vorbei. Und gleichzeitig kann ich doch auf niemand anders Hilfe erwarten als von Gott selbst.
Und Hiob entscheidet sich, diese Hoffnung nicht aufzugeben, das Gespräch mit Gott immer wieder zu suchen. Es ist ja interessant, dass nach dem Hiob-Buch die Psalmen kommen. Die Psalmen sind ja nichts anderes als ein ständiges Gespräch des Beters mit Gott. Und auch in den Psalmen sind es ja vor allem Klage und Leid, die zu Wort kommen. Das ist eine Entscheidung, auf die Güte Gottes zu setzen. Dass der Gott, der diese Welt geschaffen hat, auch mich gewollt hat und mich will und nicht will, dass ich vor die Hunde komme. Dennoch, was für ein verwegener Schritt. Meine Großmutter starb, da war sie jünger als ich. Sie hatte damals eine Darmverschlingung, einen Darmverschluss und unerträgliche Schmerzen. Ärzte konnten ihr damals nicht helfen. Ein elendiges Sterben. Sie starb, so habe ich es mir erzählen lassen, mit einem Lächeln auf dem Gesicht und sagte: Ich sehe Jesus. Ein Trugbild? Ein Übersprung der Synapsen in der letzten Sekunde ihres Lebens? Oder ein Geschenk, eine Gewissheit, die ihr geschenkt wurde und es ihr ermöglichte, in Frieden zu sterben? Ich sehe die Erfahrung als ein wunderbares Geschenk an. Keiner hat darauf einen Anspruch. Und es lässt mich aber ganz grundsätzlich fragen: Wie will ich eigentlich leben und wie will ich eigentlich einmal sterben? Ohne Gott? Ohne Hoffnung? Ohne Trost? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich werde ihn mit meinen Augen sehen. Und er wird für mich kein Feind sein, kein Fremder sein. Eine verwegene Hoffnung, die Hiob hier ausspricht. Aber ich will nicht ohne Hoffnung sein. Vor einigen Jahren wurde hier auf der Kanzel einem Kollegen schlecht. Mitten in der Predigt brach er zusammen und zum Glück erholte er sich wieder. Später fragte jemand: Wie kann das eigentlich sein? Wie kann das sein, dass ein Mann Gottes, der Gottes Wort verkündigt, dabei schlecht wird? Da kann man doch nicht mehr an Gott glauben, wenn sowas passiert. Ich lebe gern und ich hoffe, ich lebe noch einige Jahre. Aber wenn ich eines Tages sterbe und es geschehe hier auf der Kanzel, während ich predige, welcher Ort könnte besser sein? Amen.